Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und diese Runde ging richtig ab. Ich kann einfach nicht aufhören, Videos von dem Spiel zu machen, weil es einfach so Spaß macht. Und die Runde lief richtig geil und ich werde jetzt einfach mal dazu kommentieren. Auf der Runde spiele ich, glaube ich, mit einer neuen Waffe, die ich gerade teste. Die CAR heißt die, glaube ich. Das ist so eine Maschinenpistole. Und spiele nach wie vor mit dem ersten Titan im Spiel und Kartenhack. Und ja, ich teste gerade die CAR, weil die ziemlich geil ist. Die ist zwar mehr so auf kurze Distanz, aber die schießt verdammt schnell und mit dem Holovisier, was ich jetzt freigeschalten habe, ist sie auch verdammt gut. Und ich nutze immer noch die Elektrogranate und den Granatwerfer, Anti-Titan halt. Der ist nämlich mega stark, also der geht einfach richtig gut ab und damit habe ich schon einige Titans weggehauen. Der ist echt wirklich sehr nice. Und die Map ist auch richtig cool, finde ich. So gerade für verstärkte Hardpoint macht die unglaublich viel Spaß. Die geht einfach richtig gut ab. Und ja, in der Runde ging es einfach. Da war ich on fire. Da habe ich das Monster aus mir rausgelassen. Sag ich mal so. Ja, ich gehe immer, wenn ich A eingenommen habe, gehe ich immer hier rum. Dann schmeiße ich meine schöne Klinge. Dann sind alle markiert. Und da waren dann auch schon die ersten Gegner. Da war erstmal ein Geschütz, musste ich natürlich außen rum gehen. Boom, Geschütz kaputt. Da kommt auch schon der erste. Oh shit. Und da war noch einer. Der hat mich leider erwischt. So ein Schwein, ey. Meine Fresse. Ich wollte ihn nur abschießen. Aber meinen Granatwerfer habe ich nicht mehr abdrücken können, weil da war ich schon tot. Ja, und jetzt gehe ich außen rum, weil rechts rum sind meistens die Gegner. Da muss man mal aufpassen, deswegen gehe ich links rum, weil hier ist schon der erste. Eat that, bitch. Der hat kassiert. Und da sind auch ganz viele. Da ist der nächste. Flupp. Kartenheck ist aktiv, da oben springt auch einer rum. Mal schauen, wo der hingeht. Und der hat sich verpisst. Der ist abgehauen. Wieder die Klinge raus. Schadet nie. Kartenheck habe ich auch noch da. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Granate werfen, bumm, zack, nächster. Da unten ist auch noch einer. Oh, den habe ich nicht getroffen. Oh, shit. Habt ihr das gesehen? Er wollte mir einen Kinnhaken geben, ey, ich habe ihn weggeratzt. Die schießt einfach so schnell die Waffe. Kartenheck wieder an. Da war der nächste. Der kommt gleich wieder zurück. Schön gestunt und dann flupp. Weg damit. Nächste Waffenstufe. Schon wieder. Nächste Waffenstufe. Oh, da ist schon der nächste. Heilige Scheiße. Die kommen ja wie aus dem Boden geschossen, ey. Ist unglaublich. Wieder Granate, aber da war keiner. Die Granate ist echt gut, weil wenn man die wirft, dann lähmt die Gegner. Und hier sind jetzt ganz viele. Einer, zack, weg. Gleich kommt der nächste, zack, weg. Wo ist der nächste? Da ist keiner da. Okay, gehen wir wieder zurück. Oh, umkämpft. Ist umkämpft. Granate. Boom, nächster. Jetzt kommt gleich wieder einer. Irgendwo da unten war einer. Ne, da oben kommen jetzt welche. Zwei Stück. Boom. Ich will ihn schlagen, treffe ihn nicht und er haut mich weg. Das war natürlich ein bisschen Pech. Aber da waren auch zwei. Also hätte ich den einen erwischt, hätte der andere mich wahrscheinlich gekillt. Das wäre dann nicht so cool gewesen. Aber egal. Wieder rein, Messer werfen, Granate werfen und den nächsten wegholen. Oh, der will nicht sterben. Oh, doch, er will sterben. Von hinten. Exekutiert worden. Schämlich. Richtig schlimm. Das ist auch ganz selten, dass man jemanden exekutiert. Zumindest ich habe das noch nicht oft geschafft. Ist irgendwie selten bei mir, dass ich jemanden so erwische, dass ich ihn exekutieren kann. Ja, ich gehe wieder links rum, weil wie gesagt, wenn man rechts rum geht, dann wird man schnell entdeckt und so. Da muss man wirklich aufpassen. Und dann gehe ich immer durch die Tür. Jetzt schaue ich oben rauf, kurz reingucken. Ah, okay, wird eingenommen. Jetzt kommt gleich der nächste, zack, nächster, zack. Ey, diese Waffe ist einfach der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Oh, da hinten ist auch noch einer. Ja, hier laufen ein paar Titans rum. Titan Showdown. Ja, die Waffe macht so viel Schaden. Gebt euch das mal. Granatwerfer, ey. Bum, bum, bum. Die macht so gut Schaden, die ist richtig gut. Schneller nachladen natürlich, habe ich auch dabei. Da kommt schon der nächste. Zack, weg. Zack, noch einer. Oh, der will nicht sterben. Der hat sich irgendwie jetzt verpisst. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Der ist einfach verschwunden. Anscheinend wurde er vom Titan getötet. Keine Ahnung, wo der hin ist. Mein Titan ist schon bereit, aber ich rufe ihn wie gesagt nicht immer. Ich rufe ihn nur dann, wenn ich wirklich so, okay, ja, jetzt lohnt sich's auch. Der ist da oben auf dem Titan, schnell weggesnackt. Yummy, schmeckt gut. Ja, jetzt hole ich meinen Titan, weil wir haben die Runde fast gewonnen. Dann hole ich ihn auch. Also ich lasse ihn nicht immer sofort kommen oder so. Ich hebe ihn mir immer auf, wenn es richtig abgeht.
Und jetzt geht das richtig rund. Oh, da springt auch noch einer. Der will weg. Aber da habe ich ihn erwischt. Schnell die Batterie holen, ne? Weil Batterien, die verstärken den Titan, also die geben mehr Energie, machen die Waffen stärker und so. Sollte man immer mitnehmen. Mein Elektrorauch ist auch schon bereit. Wenn einer auf meinen Titan springt, kann ich ihn schön abwehren damit. Macht auch ziemlich viel Schaden. Da ist auch schon der nächste. Der will auch schon wieder abhauen. Zack, weg. Oh. Oh, jetzt. Battle. Ronin gegen mich. Wird er es schaffen? Er wehrt mir ein Schwert ab. Wir haben schon gewonnen. Jetzt muss ich zurückgehen. Er verfolgt mich. Ich lade nach. Es ist spannend. Er schlägt in die Luft. Was wird passieren als nächstes? Er wehrt meine Schüsse ab. Aber er weiß nicht, was er tun soll. Ich hau ab. Ich gehe in die Ecke. Er steht da, wehrt ab. Es passiert nichts. Ich mache meine Granaten raus. Er kommt zu mir hin. Ich weiche wieder aus. Ich weiß nicht, was der vorhat. Das ist komisch. Bam. Jetzt springt er raus. I believe I can fly. Der ist geflogen, ey. Das ist auch immer so geil, wenn man aus dem Titan rausspringt, dann kann man richtig schön in die Luft fliegen. Oh, da hat es ihn auch schon erwischt. Vor allem, wenn man Stealth-Ausstieg macht oder Atomausstieg, dann fliegt man wirklich richtig hoch in die Luft. Schön Laser noch aktivieren, den auch noch weggrillen. Da fliegt er schon wieder raus. Aber ich erwische ihn irgendwie nicht. Der ist irgendwie abgehauen. Keine Ahnung, warum ich den nicht erwischt habe. Ja, aber das war wie gesagt eine richtig geile Runde. Und ich komme damit auch zum Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Titanfall ist einfach der Wahnsinn. Ich kann nicht aufhören, davon zu schwärmen. Holt es euch auch. Macht riesen Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.